schönen guten Tag, ihr zwei. Hallo. Hallo, ich bin der Horst. Anja, grüß dich, Horst. Anna und Anja, da muss man natürlich auseinanderkriegen. Bianca, komm doch bitte zu mir, komm her. Ich mag nicht, wenn sie so lange weg ist von mir. Oder hattest du noch irgendwas zu tun? Nö, bin ich fertig. Gut, aber jetzt erstmal zu euch beiden. Erzählt mal ein bisschen, wo lebt ihr? In Sprockhövel, in der Nähe von Hattingen. Ach, das kennt man doch, ne? Ja, Künstlerkolonie. Ah, ja, klar. Ja, ja. Ne? Genau. So, habt ihr damit was zu tun? Seid ihr auch künstlerisch begabt, beruflich irgendwie? Nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht sogar. Was machst du? Ich bin Entgeltabrechnerin. Ich habe eher mit Zahlen zu tun, anstatt mit Kunst. Toll. Und du? Ich bin zu Hause als Hausfrau und Mutter und... Managerin. Genau. Ja. Genau. Nehmen wir dafür mal ein englisches Wort, ne? Sind wir Managerin. Gut, jetzt lass uns mal über dieses wirklich großartige Gemälde reden. Wem gehört es und wo habt ihr es her? Also es gehört meinem Mann. Mhm. Wir beide haben es geerbt von meinen Schwiegereltern. Und die haben solche Kunstschätze gesammelt. Ich finde es wirklich toll. Sollte gut wieder irgendwo hin, wo es geschätzter wird, passt, mehr, ne, geschätzt wird, ja. Meine liebe Bianca, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber du wirst den Anfang wissen. Was gefällt dir denn am besten an diesem Bild? Also ich kann nicht dafür, aber ich gucke automatisch in die Mitte auf dieses wunderbare alte Haus. Mhm. Und das ist auch der Bildfänger sozusagen. Mhm. Wir haben dieses Haus und Menschen sind darauf zu sehen. Und wenn wir dann den Blick weiter wandern lassen, sind wir sofort bei einem großen Heuwagen oder Stroh beladen und dann noch mit einer großen Decke geschützt, damit nichts verloren geht. Und dahinter haben wir eine Kutsche, die sich in Eile befindet. Die ist mit großer Geschwindigkeit unterwegs. Wir sehen das an diesen zwei Spänner, diese zwei Pferde, die noch im Trab oder im ausgehenden Galopp sich befinden. Und entweder ist das eine Personenkutsche oder vielleicht auch eine Postkutsche. Und alles zentriert sich vor diesem großen Gebäude. Vielleicht ist es ein Gasthof. Und früher, in der Zeit, in der wir uns hier befinden, das ist das ausgehende 19. Jahrhundert, hatten die Gasthöfe auch gerne eine Postfunktion. Und ich denke, so etwas haben wir hier vorliegen. Und Anton Doll, das ist der Maler von diesem Bild. Wir haben links unten die Signatur und die Ortsbezeichnung München. Der ist auf diese Art Szenerie spezialisiert und er hat es sehr gut gemacht. Ja, ich bin ganz begeistert. Wann hat er das gemacht? Das kann man nicht mehr ganz Schade. Genau bestimmen. Wann hat er denn gelebt? Von 1826 bis 1887. Er hat es sehr sicher gemalt, es ist absolut solide und das zeigt mir einfach, dass es vermutlich ein späteres Werk ist. Also Mitte des 19. Jahrhunderts. Ja, also ich würde sagen so Mitte zwischen bis Ende. 1860 und 1887. Öl auf Leinwand. Öl auf Leinwand. Wir haben einen wunderbaren Erhaltungszustand. Mhm. Wir haben nur ein leichtes Alter-Krakelé. An Retuschen habe ich fast nichts finden können. Wir haben nur eine kleine Stelle an der Abdeckung des Strohwagens. Aber es ist wirklich pfleglich behandelt worden. Und die Rückseite der Leinwand ist mal vor einiger Zeit dubliert worden. Mhm. Was sagst du zu diesem doch sehr heftigen Rahmen, der da drumherum ist? Ist der aus der Zeit? Gehört der dazu? Ja, würde ich schon sagen. Er kann natürlich auch noch aus den ersten zwei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts stammen. Es kann aber auch schon sein, dass beides, Leinwand und Rahmen, sehr früh zusammengekommen sind, also schon noch im 19. Jahrhundert. Der ist ja auch vom Zustand sehr schön, ne? Der ist sehr, sehr gut, ja. Das ist ein Holzrahmen mit Stuckarbeit. Ja, der Stuck ist nicht allzu dick aufgetragen, sondern wirklich etwas feiner. Und was mir gut gefällt, das ist einfach ein Zeichen für einen alten Rahmen. Das ist, wenn die Vergoldung abgerieben wird, einfach durch Nutzung. Mhm. Und wenn dann diese rote Farbe des Poliments durchscheint, dann weiß man, das ist ein guter, alter Rahmen. Ja, so, meine Liebe, was möchtet ihr denn haben dafür? Möchte ich gerne 6.000 bis 7.000 Euro. Wie wird das Gemälde tatsächlich gehandelt? Die Schwierigkeit besteht darin, dass einfach in den 90er Jahren bis hin in die 2000er Jahre ein massiver Preisverfall stattgefunden hat. Ja, trotzdem ist Anton Doll immer noch ein an sich relativ gut gehandelter Künstler. Aber ich muss leider deutlich tiefer gehen und ich wäre nur bei 3.000 bis 3.500 Euro. Also 3.000 bis 3.500 Euro. Ja. Und, ja. Bin ich mit einverstanden. Bin ich mit einverstanden. Das ging jetzt ziemlich gut. Zackig. Ja, realistisch. Ja, ganz ehrlich, ich finde es wirklich großartig, aber man muss wissen, wo und so weiter und so genau. fort.
Dann geht's rüber, ihr Lieben. Danke sehr. Tschüss, ihr zwei. Vielen Dank. Tschüss. Tschö. Also ich kann nicht besonders gut handeln, ganz ehrlich. Ich lass mich einfach mal überraschen, was auf mich zukommt. Verhökern für ganz wenig werde ich es allerdings nicht. Schließlich ist das Gemälde antik und stammt von einem bekannten Maler. Aber passt es auch in das Portfolio unseres Händlerteams? Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Hallo. Hallo, willkommen. Na, hör mal, da habt ihr aber jetzt eine Wand frei, wa? Ja. Kannst aber jetzt einen Schrank hinstellen. Wirklich monumental, aber auch ein großer Name. Anton Doll? Ja. Ich glaube, die Damen sind froh, wenn sie heute ohne das große Werk, aber dafür mit viel Geld leicht beschwingt nach Hause können, oder? Da haben Sie recht, ja. Das wären wir, ja. Ist auf jeden Fall ein Hauptwerk von ihm, dem berühmten Anton Doll, der früher stark gesammelt wurde, gesucht wurde. Und ich fange an mit 2.000 Euro. 2,2 von mir. 2,3 bei mir. 2,5 von mir. 2,6 von mir. 2,8 von mir. 2,8 von mir. 3 von mir. Das nehme ich persönlich. Ja, wer imitiert hier wen? Wer imitiert hier besser? Also du imitierst mich besser, ja, das ist natürlich richtig. Ja, finde ich gut, oder? 3,1 von mir. 3,2. 3,3. 3,3. 3,4 bei mir. 3,5. Würden Sie es dafür abgeben? Klein bisschen wird noch gehen, oder? Wäre schön. 100er geht noch. 3,6. 3,7. 50er geht noch. 3,57. Also ich finde es immer schön, gegen den Daniel zu gewinnen, weil man fühlt sich dann irgendwie besser danach. Ja, ich das so ist. Aber ich muss auch sagen, ich finde es vor allem schön, dass wir immer ähnliche Sachen zu wertschätzen wissen. Deswegen sage ich 3,8. Ja, und ich sehe es genauso. Also ich glaube, wir haben da dieselbe Einschätzung. Ja. Das Bild ist schön. Genau. Aber ich finde, das ist ein gutes und ordentliches Gebot. Ja. Und ich möchte da nicht teurer werden. 3,8 von mir. Wollen wir das machen? Das machen wir, ja. Ja, ein Geschäft. Wunderbar, dann kommen Sie zu mir, bekommen Sie Ihr Geld. So, dann sind das 500, 200, 400, 600, 800, 1000, 200, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 2000, 600, 700, 800, 900, 3.000 und jetzt kriegen Sie noch 8 und dann sind wir fertig. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. So, viel super. Geld für Ihr verdient schönes Bild. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch. Vielen, vielen alles Dank. Gute. Alles Danke. Gute. Tschüss. 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 Danke. Tschüss. Wow, Sarah, Anton Doll. Großer Name. Ja, danke Daniel. Gut gekämpft, ja. Gut verloren.